Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Mein Name ist Rechtsanwalt Holger Klaus und ich bin hier in unserem Tonstudio mit meiner Kollegin Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Und wir wollen uns heute mal dem Thema widmen, was ganz häufig in unseren Fortbildungen angesprochen wird. Nämlich es geht um die berühmten Fotoverwendungserlaubnisse, die den Eltern vorgelegt werden, damit man von ihren Kindern Fotos machen kann und diese Fotos dann entsprechend in den Ich-Büchern, Entwicklungsdokumentationen oder wie man sie auch immer nennen mag, weiterverwenden darf. Und da kommt immer eine große Diskussion auf, wenn es darum geht, reicht denn eine Einwilligungserklärung dann für die zukünftige Zeit, also eine für alles, oder müsste man nicht, man hört das ja immer wieder und das wird ja auch immer wieder gesagt und es gäbe da auch irgendwelche Vorschriften und Gesetze, müsste man nicht für jedes Foto eine einzelne Einwilligungserklärung bei den Eltern abfordern. Und dann wäre man plötzlich in einem tierischen Papierwust und deshalb sagen viele, die Arbeit packen uns nicht auch noch auf die Schultern und deshalb kommt uns sowas wie Fotoarbeit erst gar nicht in die Einrichtung. Aber was stimmt denn nun? Ganz so einfach ist es tatsächlich mal wieder nicht. Aber ich finde, wir vertreten da einen ganz guten Mittelweg. Also richtig ist, Recht am eigenen Bild und so weiter besteht natürlich. Das heißt, der Betroffene, das Kind bzw. seine Eltern können entscheiden, ob ein Foto gemacht wird und wie es verbreitet wird und ob es veröffentlicht wird. Und das ist grundsätzlich auch richtig und soll so passieren. Nun gibt es in der Kita verschiedene Anwendungsbereiche für Fotos. Mein Kollege hat es gerade schon erwähnt, gibt es diese Ich-Bücher oder Entwicklungsdokumentation, das heißt, es bleibt intern irgendwie. Dann gibt es die elektronischen Bilderrahmen im Gruppenraum, dann gibt es die Pinnwand im Flur. Dann gibt es aber natürlich auch die Facebook-Seite der Kita, wo möglicherweise auch Bilder auftauchen. Und dann gibt es vielleicht auch noch den Bericht in der lokalen Presse, wo dann auch noch ein Foto von einem Kind auftaucht. Das heißt, ganz unterschiedliche Reichweiten haben wir und die Eltern müssen natürlich über jeden einzelnen möglichen Zweck informiert werden. Das heißt, die Eltern müssen, bevor sie ihren Kringel auf so ein Blatt Papier setzen, eigentlich wissen, was sie da unterschreiben, wofür das Ganze nachher gedacht ist, damit es rechtlich hält. Genau. Mhm. Das heißt, der Träger wird sich irgendwie, beziehungsweise alle Trägerverantwortlichen werden sich hinsetzen müssen und werden überlegen müssen, okay, was könnten wir für Fotos haben wollen und wofür könnten wir die verwenden wollen. Dann schreiben die alle Zwecke auf und fragen für jeden einzelnen dieser Zwecke das Einverständnis ab. Mhm. Und dann natürlich, sonst würde es im Gegensatz dazu keinen Sinn machen, dann können die Eltern auch sagen, ja, für die Entwicklungsdokumentation finde ich das super und im Gruppenraum finde ich das super, in die Presse und ins Internet kommt mein Kind nicht. So, jetzt unterstellen wir mal den häufigsten Fall. Die Eltern oder die Einrichtung ist eh nur der Auffassung, wir brauchen das nur für die interne Verwendung und höchstens zum Aufkleben von ausgedruckten Fotos in den Ich-Büchern, die dann die Kinder am Ende ihrer Kita-Zeit mit nach Hause nehmen dürfen. Reicht da eine generelle vorherige Einwilligungserklärung? Nach meiner Ansicht ja. Okay. Es gibt allerdings tatsächlich einige Stellen, Datenschutzaufsichtsbehörden, die sagen, wobei es in diesem Fall auch wieder unterschieden wird, ich will es aber nicht verkomplizieren, unnötig, die also sagen, nein, so eine allgemeine Einwilligungserklärung reicht nicht, weil möglicherweise wandelt sich der Zweck ein bisschen ab oder dieses eine Foto zeigt das Kind noch in einer anderen Situation und deswegen müsste man dafür wieder neu nachfragen. Aber es geht eben um den Zweck für das Foto. Und dann kann man natürlich jederzeit, das steht ja den Eltern frei, sagen, okay, das ist mir jetzt doch zu viel, ich widerrufe jetzt meine Einwilligungserklärung. Insofern bin ich da auf der sicheren Seite und kann sagen, okay, ja, bisher durftest du es zwar auf dem elektronischen Bilderrahmen im Gruppenraum zeigen, habe ich jetzt aber keine Lust mehr zu, ist mir zu viel oder ich habe gerade eine Trennungssituation mit dem Vater oder keine Ahnung was und deswegen möchte ich das einfach nicht mehr, in Zukunft also nicht mehr. Okay, halten wir also mal fest. Die bisher über Jahre geübte Praxis, dass man sich eine generelle Einwilligungserklärung von den Eltern unterzeichnen lässt, ist nach Auffassung vieler rechtlich mit dieser Thematik bewanderter Leute durchaus zulässig und wirksam.
Unsere Auffassung ist das ja auch, dass sowas geht und auch sowas rechtlich am Ende hält. Wenn die Einwilligungserklärung bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllt und eben deutlich macht, wofür soll denn dieses Foto in Zukunft verwendet werden. So, jetzt gibt es aber rechtlich, wie auch sonst im Leben, ein bisschen Streit darüber, denn es gibt andere, auch sehr schlaue Leute, die sagen, nee, das sehen wir anders. Es ist, so muss ich das ja gerade verstanden haben, es ist einer Einrichtung gar nicht möglich, alle möglichen Verwendungen hinreichend konkret zu Papier zu bringen, damit auch tatsächlich das in der Zukunft ab... Nee, habe ich das falsch verstanden? Ja, es ist... Ja und nein? Okay, dröseln dafür, wir haben ja alle Zeit der Welt, dafür dröseln wir das jetzt auf. Es ist wie immer ein bisschen komplizierter. Also das unabhängige Landesdatenschutzzentrum in Schleswig-Holstein sagt also... Nee, die Kita kann gar nicht grundsätzlich eine Einwilligungserklärung einholen, weil der Zweck einer Kita ist es, die Kinder zu betreuen, zu erziehen, zu umsorgen und zu pflegen und so weiter und so fort. Das ist der Zweck. Und dazu gehört möglicherweise, dass man Fotos macht für diese internen Zwecke, also Entwicklungsdokumentation und so weiter. Aber sobald es... so ein bisschen ins Externe geht, also eben zum Beispiel der Prospekt der Kita oder die Facebook-Seite und so weiter und so fort, das gehört alles nicht zum Zweck, zum ursprünglichen Zweck der Kita-Einrichtung und deswegen könnten Eltern nicht einwilligen, wirksam. Das sagen in die Verwendung für alles, was Außenberührung genau. hat. Genau. Da sind wir aber durchaus, das finden wir gar nicht so schlecht, oder? Wenn wir... Denn es müsste dann eine gesonderte, da müsste man ja sozusagen als Workaround nur eine gesonderte Einwilligungserklärung nochmal anfertigen. Ja. Wir nehmen die eine für die interne Verwendung. Und wenn ich dann irgendwie ein Foto entdecke vom Sommerfest, was besonders schön ist, was in mein Prospekt soll, dann frage ich halt nochmal ab. Genau. Das finde ich, das geht. Aber nun hat sich also der Datenschutzbeauftragte in Schleswig-Holstein insofern wie positioniert? Er sagt also, es geht doch, indem man vorherig eine generelle abfordert, oder er sagt, das geht gar nicht. Er sagt, man kann keine generelle abfordern. Weil er unterstellt, dass automatisch der gegen den Zweck der Kinderbetreuung im Hinblick auf die Fotos. Genau. Das ist aber gewagt. Ich meine, die Bildungsprogramme der Länder geben ja gerade die Dokumentation der Entwicklung. Die Dokumentation ist in Ordnung. Dafür ist die Einwilligung in Ordnung. Aber für alles, was darüber hinausgeht, eben nicht. Aha. Das heißt, der Fotorahmen, da sagt er, das geht nicht. Weil er eben auch den Eltern oder den anderen Abholberechtigten zur Ansicht gegeben wird. Wenn man sagt, der Fotorahmen wird nur während der 8 Öffnungsstunden hingestellt, damit die Kinder sich da vorstellen können. Und sonst keine anderen das sehen. Dann, ich find's äußerst kompliziert. Also, das ist auch durchaus eine sehr radikale Interpretation des Gesetzes. Es gibt dazu noch nichts, was wir, jedenfalls nach unserem Kenntnisstand, was irgendwann mal ein Gericht dazu entschieden hat. Also hier arbeiten alle, oder sagen wir mal so, hier kochen alle mit Wasser. Ja, alle haben das Gesetz vor sich und müssen jetzt gucken, was im Rahmen der Interpretation könnte hieraus zu lesen sein und was ist daraus, das Gesetz ist ja nicht geschrieben gerade für Kitas, sondern es ist ein allgemeines Gesetz, was für eine unbestimmte Anzahl von Fällen vorformuliert ist und deshalb an manchen Stellen auch, so muss es sein, herrlich unkonkret daherkommt. Und naja, alles, was unkonkret ist, muss halt erstmal ausgelegt werden. Und dann gibt es halt jeweils extreme Positionen und irgendwas dazwischen. Wir sind irgendwie dazwischen, glaube ich. Mhm. Aber es gibt eben auch die extremen Positionen, die sagen, nein, wir können sowieso alles machen, weil die Kinder sind ja hier bei uns in unserer Obhut. Mhm. Und das andere Extrem. Das heißt, ob jetzt der Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein recht hat oder nicht recht hat, bleibt noch, muss erstmal... Ja, was heißt recht? Also er wird sicherlich durchaus auch mal einen Richter finden, der seiner Ansicht ist, aber er wird wahrscheinlich auch genauso gut auf einen Richter treffen können, der nicht seiner Ansicht ist. Also es ist eben einfach eine Auslegungsfrage in diesem Fall tatsächlich. Was ist denn die konkrete Handlungsanweisung für Kita-Träger, für Kita-Leitungen, die mit Fotos arbeiten wollen? Die Eltern wollen das ja auch durchaus, die Kinder wollen es, die Kinder kennen nichts anderes von zu Hause. Gut, das kann man gut und schlecht finden, aber gehen wir mal davon aus, dass in total eine große Anzahl der Kinder es sehr schön findet, in den Ich-Büchern oder im Gruppenraum, Fotos von sich beim Action machen. Ich drücke das mal neutral aus. Ich denke gerade an meine Tochter, aber egal. Beim Action machen halt zeigen und nun wollen eben Einrichtungen das möglichst rechtssicher dann auch sich von den Eltern genehmigen lassen. Was ist zu tun?
Genau. Also das ist schon mal der erste sinnvolle Hinweis. Sie wollen es sich genehmigen lassen. Das heißt, der Träger bereitet eben die Einwilligungserklärung vor, wo er reinschreibt, welche Zwecke könnte er sich denken für die Fotoverwendung. Das heißt nicht, dass er dann diese Fotos machen muss, aber er kann sie machen. Er hat die Erlaubnis dazu. Also der erste Schritt ist eigentlich noch nicht den Kontakt mit den Eltern suchen, sondern sich erstmal darüber Gedanken machen, warum will ich welche Fotos von welchen Kindern machen? Genau. Und dann mit Anstrichen von oben runterschreiben, damit die Eltern genau wissen, worin sie einwilligen. Mhm. Ich will Fotos machen für die Dokumentation der Entwicklung, die in den Ich-Büchern sein werden. Nächster Anstrich. Und im Gruppenraum. Nächster Anstrich. Und im Kita-Flur. Da wird es schon wieder kompliziert. Aber mag ja erstmal funktionieren, wenn wir unsere vermittelnde Auffassung mal als richtig unterstellen. Und deshalb wird der Kita-Träger sehr, sehr gut beraten sein, wenn er oder die Kita-Leitung, wenn er an diesen Punkten sich kurz hinsetzt und überlegt, wofür wollen wir das Ganze, sodass Mama und Papa tatsächlich sagen können, jawohl, finde ich gut oder finde ich doof, wird durchgestrichen. Was nicht funktioniert, ist eine allgemeine Fotoerlaubnis, die sozusagen in einem Einzeiler daherkommt. Hiermit genehmigen wir die Verwendung, die Aufnahmen und die Verwendung von Fotos unseres Kindes. Für Karl alles. Ludwig Alexander Meyer. Das wird nicht funktionieren, weil es nicht hinreichend konkret ist und dann würde man gegebenenfalls auch was auf die Finger bekommen, beziehungsweise die Einwilligungserklärung. Was ist sie? Ist sie nichtig? Ist sie unwirksam? Und was ist die Konsequenz daraus? Sie ist unwirksam. Und die Konsequenz daraus? Die Konsequenz daraus ist, dass die Bilder verwendet wurden, ohne dass man das Recht dazu hatte. Und die Konsequenz daraus? Die Konsequenz daraus ist, dass Unterlassungsansprüche bestehen, Ansprüche auf Löschung der Bilder und natürlich Schadensersatzansprüche. Das heißt, wenn Mama und Papa mit einer so sehr generellen Einwilligungserklärung dann zornig einmal mit der Kita werden, und das kennen wir ja aus unserer Praxis, in dem Augenblick guckt man ja gar nicht, geht man ja selten das eigentliche Problem an, sondern es werden Nebenkriegsschauplätze eröffnet und dann kommt dann halt so eine allgemeine Einwilligungserklärung daher, dann kommt man wahrscheinlich schnell dazu, sich zu überlegen, okay, wenn das Ding unwirksam ist, na, dann spiele ich doch jetzt mal meine Rechte aus, um mal so richtig die Pumpen tanzen zu lassen. Also es ist dann auch mit durchaus Risiko verbunden, wenn sich am Ende oder irgendwann temporär nicht mehr alle lieb haben. So, nun will aber eine Kita tatsächlich auch Fotos für den geschützten Bereich einer Webseite anfertigen. Was ist da zu raten? Erstmal grundsätzlich das Gleiche. Es sollte darüber informiert werden, dass das für die Webseite benutzt werden soll. Dann sollte darüber informiert werden, dass es nur per Passwort zugänglich ist, zum Beispiel, wenn es denn so ist. Mhm. Dann sollte aber gleichzeitig darüber informiert werden, dass, wenn diese Bilder so derart veröffentlicht sind, die Kita natürlich nicht im Blick haben kann, wer alles das Passwort benutzt. Also gewährleistet werden kann, dass tatsächlich nur Angehörige des Kita-Alltags, drücke ich jetzt das mal so ganz vorsichtig aus, auch am Ende Zugriff haben auf diesen geschützten Bereich. Genau. Die Eltern geben das an die Großeltern weiter, weil die wohnen so weit weg und sehen das Kind sonst und so weiter. Und plötzlich ist es absolut aus der Hand. Das heißt, darüber sollte informiert werden, dass das also durchaus mit einem gewissen Risiko behaftet ist und dass der Träger also nicht im Blick hat, wer da alles Zugriff hat. Und wenn es dann einmal derart veröffentlicht ist, dann ist die Büchse der Pandora offen. Mhm. Man kann sie also nicht wieder zurückholen. Das heißt, der Träger kann dann nicht mehr kontrollieren, wer speichert das Bild, wer verteilt es woanders, wer lädt es woanders hoch und so weiter und so fort. Das müssen die Eltern wissen, damit sie informiert einwilligen können oder eben nicht einwilligen können. Praktische Frage, sollte man das womöglich trennen? Sollte man womöglich hierzu nochmal eine gesonderte Einwilligungserklärung zu Papier bringen? Je länger eine Einwilligungserklärung wird, desto mehr läuft man Gefahr, dass sie nicht gelesen wird und entsprechend nicht verstanden wird. Oder dass ein Gericht sagt, es konnte nicht erwartet werden unter zumutbaren Bedingungen, dass das Ganze wirklich auch durchgelesen wird. Und deshalb ist es schon mal per se unwirksam. Ja, das Risiko kann bestehen. Aber ich meine was anderes. Eigentlich, man gibt doch dann eigentlich, wenn man zwei Erklärungen anbietet oder zwei Genehmigungen anbietet, naja, dann müssen die Eltern gegebenenfalls, sie würden ja dazu tendieren, nicht alles
umfänglich widerrufen, sondern können sehr dezidiert sagen, nee, ich möchte jetzt nur noch den geschützten Bereich nicht. Oder, ja, wobei also man das mit jeweils ja, nein und so weiter ganz eigentlich ganz gut steuern kann. Aber natürlich könnte es sein, dass Eltern, wenn sie zwei Einwilligungserklärungen oder auch drei Einwilligungserklärungen haben, dass sie dann sagen, ja, genau, und die eine geht mir jetzt zu weit, die widerrufe ich jetzt und die anderen können gerne bestehen bleiben. Na klar. Mhm. Also das ist einfach eine Organisationsfrage. Was aber ist eigentlich anzuraten, dass es in zwei gesonderten gemacht wird? Oder wenn es dann vielleicht singuläre Projekte gibt. Ich erinnere mich, in der Kita meiner Tochter ist ein Film gedreht worden, also richtig professionell. Die haben so ein Zirkusprojekt in der Einrichtung gehabt und da gab es auch nochmal eine extra gesonderte Einwilligungserklärung und es gab einmal, es war irgendein Bundesprogramm, ich habe das schon wieder vergessen, also es gab irgendein Bundesprogramm für irgendwas und da ist auch jemand in die Einrichtung gekommen und wollte Fotos machen, die nachher dann in der Broschüre irgendwie verwendet werden. Das musste auch nochmal gesondert genehmigt werden, völlig klar, weil es natürlich mit einer Rechteeinräumung dann für Dritte damit verbunden ist. Also insofern, auch wenn es wieder die armen Bäume, ich weiß, aber mit entsprechendem Papierverbrauch verbunden ist, man sollte da wirklich differenzieren und für alles, was über den Kita-Betreuungs-Bildungszweck hinausgeht, sich gesondert genehmigen lassen, damit am Ende nicht einem das ganze Ding sozusagen um die Ohren fliegt, auf dem Schreibtisch implodiert. In dem Sinne, tschüss. Tschüss.